Glück auf, herzlich willkommen. Nach langer Zeit auch mal wieder ein Video von mir. Wir sind am Außenstand, an unserem Hauptstand. Es ist dünn geworden. Da zwei, hier eins, eins, zwei. Also vereinigt, weil die Völker immer kleiner wurden. Das habe ich mir schon angeschaut. Das sitzt auf drei Waben. Musste jetzt aber auch noch nicht erweitert werden im Brutbereich, sondern eher in einer Woche ist es schon bereit für den Honigraum. Ich weiß nicht, was mich an diesem Volk erwartet. Gucken einfach mal rein. Alles klar. Da brauchen wir auch gar nicht weiter gucken. Wir sehen im Kernbereich die Bienen. Wir sehen ein bisschen Futterteig. Schleppende Entwicklung. Ja. Spätestens wenn die Königin nach hier ausbricht mit der Brut, dann sollten wir erweitern. Aber hier ist jetzt keine Maßnahme zwingend erforderlich. Einfach das Volk schön eng halten, warm halten, es nicht auseinanderbrechen. Kann man auch direkt wieder zumachen. Also der Standort ist sehr, naja, ich denke, was liegt an den Höhenmetern und den Gegebenheiten. Ich denke, es liegt auch an dem Wind. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben ja alpentechnische oder alpenähnliche Verhältnisse. Zum Beispiel der da hinten, das ist ein Zander, Zweizager, den wir jetzt runtergedrückt haben. Der sitzt auf vier Waben, da brauche ich nicht reingucken. Den kann ich erstmal machen lassen. Momentan blüht der Ahorn, die Weide ist am Verblühen, die Süßkirsche kommt. Dann blüht der Raps, haben wir Blühbeginn. Also die Völker sind nicht so weit. Die sind nicht so weit. Schauen wir mal beim nächsten, was uns hier erwartet. Auch hier genau das gleiche Bild, sogar noch ein bisschen schlechter als das davor. Da brauchst du auch nichts machen. Die sind einfach noch nicht so weit. Ich denke, es liegt tatsächlich am Standort, dass sie erst später in eine Pötte kommen. Von draußen kommt schon ein bisschen was rein, aber jetzt auch nicht übermäßig, aber es reicht zum Überleben. Einhändig, ohne Stativ, ohne Kamera, Mann, Frau, also so sieht's aus. Das ist zwar von Holz zu Holz bebrütet, aber da muss mehr kommen, da muss mehr kommen, da muss mehr Druck kommen. Die Masse muss jetzt erstmal schlüpfen und dann kann man in 14 Tagen, in einer Woche eventuell eine Maßnahme machen, wenn die Königin dann ausbricht und hinters Schied geht. Aber das sieht mir nicht gut aus. So, und noch ein drittes Volk im Bunde. Na, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Also das ist ja durchweg Besatz bis hinten. Ich glaube, die haben wir auch zweimal verstärkt und vereinigt. Gucken wir uns das Ganze mal an, was wir hier Schönes haben. Das zum Beispiel ist noch die ganze alte Drohnenbrut von einem Volk, was drohnenbrütig war. Das haben wir aufgelöst. Es war eine Jungfer, uns derer entledigt. Dann das Volk zusammengepackt. Okay, hier genauso. Das ist die restliche Drohnenbrut, deswegen dann auch noch hier der Besatz wahrscheinlich.
Frage, ob die Königin ausgebrochen ist hinters Sheet. Sieht mir aber nicht so aus. Bisschen Futtereinlagerung. Also im Sheet-Bereich. Dann haben wir hier eine Brutfläche, schön Holz bis Holz, hier ist auch alles nachbestiftet. Auf der anderen Seite ist auch alles nachbestiftet worden, hat die Königin direkt wieder alles belegt, schön. Ja, auf der nächsten Lampe hat sie auch alles belegt, von Holz bis Holz. Und auf der anderen Seite auch, da ist der Futterpopo noch. Aber auch da wird gelegt, wo Platz ist. Und ausgebrochen ist sie aber auch noch nicht hinters Sheet. Aber da wir ja jetzt im Brutbereich zwei Brutbretter hatten, würde ich jetzt quasi dieses Volk mit dieser Wabe hier erweitern. So, dann habe ich das Volk ein bisschen umgebaut, habe es erweitert um eine Wabe, habe da die Waben jetzt hingegangen. Hier sehen wir ja, die Mädels wollen bauen. Das ist ja frisch alles. Das heißt, ein paar Jungbienen, die schon am Bauen sind. Haben wir noch irgendwie, das ist eine Zander-Mittelwand. Hier haben wir sowas halb ausgebautes. So, wenn ihr bauen wollt, bitteschön. Jetzt dürft ihr euch erstmal weiterentwickeln. Das war's, danke, tschüss.